schon mal 40 Komodos gesehen in so einem geilen Setup. Das Ganze steht tatsächlich beim Max-Planck-Institut. An die haben wir die 40 Komodos und die 40 Canon-Objektive verkauft. Was hier so cool ist, damit gemacht wird, das zeigen wir dir jetzt. Mit an dem Projekt vor allem gearbeitet hat Dr. Marc Habermann. Und vielleicht kannst du einmal gerade erzählen, wofür wir 40 Komodos und 40 Canon-Objektive brauchen und was die Kugel sozusagen auf sich hat. Genau, die Kugel, das ist eine sogenannte Light Stage und die besteht aus 331 einzelnen LED-Boards. Und jedes von diesen Boards hat 42 LEDs, die wir einzeln ansteuern können. Und damit können wir, wie wir uns jetzt hier in der Szene befinden, verschiedene Beleuchtungssimulationen rekonstruieren bzw. synthetisieren, sodass wir jetzt gerade ausschauen, als würden wir in einer Kathedrale stehen zum Beispiel. Genau. Und grundsätzlich wollt ihr damit natürlich ein 3D-Modell von einer Person dann am Ende generieren? Genau, wir wollen 3D-Modelle von Personen, aber auch von generellen Objekten rekonstruieren, mathematische Modelle entwickeln zum physikalischen Lichttransport in der Szene, die Oberflächenbeschaffenheit, die Rekonstruktion des Lichts selbst, also die Beleuchtung in der Szene. Das alles wollen wir messen, rekonstruieren und erforschen anhand von diesem Gerät. Wie gesagt, dazu braucht es einmal die Light Stage, die das Licht erzeugt, und zum anderen das Kamerasystem, das eben die Szene, in der wir uns jetzt hier befinden, aufnehmen kann, aus mehreren Kamerablickwinkeln mit sehr hoher Auflösung. Ja, genau. Deswegen sind es die Komodos geworden. Und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, an welchem Gebiet du explizit forscht. Genau, also ich beschäftige mich mit der Digitalisierung des Menschen. Das heißt, wie kreiere ich ein digitales Abbild von einem realen Menschen aufgrund von Konzepten der Computergrafik, Vision und Artificial Intelligence. Und jetzt in dem Beispiel hier eine Forschungsfrage, die wir uns gerade stellen, ist: Können wir digitale Avatare auch so erzeugen, dass die Beleuchtungssituation, in der wir uns im digitalen Raum befinden, so angepasst wird, dass sie mit dem digitalen Charakter matcht? Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel in einer Tageslichtsituation befinden, können wir Tageslichtsituation ähnliches Licht oder man sagt auch Appearance auf dem Charakter erzeugen, sodass das finale Rendering, also das Erzeugen des Bildes, von dem Menschen, von dem digitalen Menschen eben genauso ausschaut, als würden wir uns in dieser Umgebung befinden. Ja, mega, mega spannend. Und ich hoffe, dass dir das auch mal so einen kleinen Einblick gegeben hat, dass man die Komodo nicht nur alleine nutzen kann, sondern rein theoretisch auch in 40-facher Ausführung. Also mega interessant. Danke, dass wir uns das Ganze hier mal heute angucken durften. Und ansonsten, wenn du noch Fragen haben solltest oder ähnlich coole Projekte geplant hast, frag auf jeden Fall mal bei uns im Sales-Team nach oder schreib natürlich gerne einen Kommentar.